Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Live-Übertragung auf ZWP Online. Wenn Sie sich in der CME-Community registriert haben, können Sie am Chat mit dem Referenten teilnehmen und Fragen stellen. Diese werden im Anschluss von ihm beantwortet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der nachfolgenden Übertragung. Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Live-Übertragung auf ZWP Online. Wenn Sie sich in der CME-Community registriert haben, können Sie am Chat mit dem Referenten teilnehmen und Fragen stellen. Diese werden im Anschluss von ihm beantwortet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der nachfolgenden Übertragung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie im Namen der Ömos Media Gruppe zum heutigen Web-Tutorial und freue mich sehr, an dieser Stelle Ihnen das Patent-Implantatsystem vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Dr. Wolfgang Winges, niedergelassen seit 1988 in Bad Hersfeld. Ich verfüge über eine 30-jährige implantologische Erfahrung mit mehr als 20.000 gesetzten Implantaten und bin Mitentwickler des Patent-Implantatsystems mit einer 14-jährigen klinischen Erfahrung mit diesem Implantatsystem. Das Patent-Implantatsystem ist ein sehr leistungsstarkes Zirkonoxid-Implantatsystem und ich freue mich, Ihnen etwas zur Entwicklungsgeschichte des Systems erzählen zu dürfen, zu den entsprechenden klinischen Verfahren, die möchte ich Ihnen gerne näher bringen, auf Produkt- und Materialspezifikationen, so wie wissenschaftliche Daten und Evidenz der einmaligen zweiteiligen Keramikimplantate. Und ich möchte Ihnen natürlich gerne einige spannende klinische Fälle vorstellen. Die Patententwicklungsgeschichte, ja, das ist eine recht spannende Geschichte. In 1993 habe ich meinen sehr guten Freund und auch heutigen Partner, Johann Veit, an der Pranemar Klinik in Göteborg im Rahmen eines Kurses kennengelernt. In abendlichen Gesprächen kristallisierte sich dabei heraus, dass wir sehr häufig auf Implantatfortbildungskurse gehen, uns die Theorie anhören, alles wunderbar finden, nach Hause gehen und zu Hause plötzlich feststellen, so einfach wie sich die Theorie anhört, ist die Praxis dann doch nicht. Das führte zu dem Konzept, das Johann Veit und ich, ein Kurskonzept damals noch für Pranemark, für Nobel Pharma, entwickelten, was wie folgt aussah, mit theoretischen Übungen und entsprechenden Theorie und Vorlesungen, operierten am zweiten Tag dieses zweitägigen Fortbildungskurses die Kollegen, die sich zu diesem Kurs angemeldet hatten, unter unserer Aufsicht Patienten der jeweiligen Praxis, die sich dafür zur Verfügung stellten. Dabei wurden Techniken wie Sinuslift, augmentative Verfahren, aber auch die entsprechende Mukogingivalchirurgie geübt und gelehrt. In diesem Zeitraum der Kurse stellten wir immer wieder fest, dass bei Patienten mit einer hervorragenden Mundhygiene es zu unerklärlichen Entzündungen im Bereich der mukogingivalen Grenze kam. Zum damaligen Zeitpunkt war uns noch nicht ganz klar, welcher Mechanismus zugrunde lag. Erst die Zipprich-Studie von Holger Zipprich von der Universität in Frankfurt zeigte uns sehr deutlich, dass sehr wohl Titanimplantate, die eine weitaus geringere Biegefestigkeit aufweisen im Vergleich zu Zirkonimplantaten, unter kaufunktionellen Belastungen sich verbiegen können. Speziell, dass es unter kaufunktioneller Belastung
zu einer Eröffnung des Implantat-Interface zwischen Implantat und Abutment mit nachfolgender Penetration der Bakterien kommen kann. Diese bakterielle Invasion des Spaltes führt zu mikrobiellen Entzündungen im Bereich der Gingiva, die unbehandelt bis zu einer Periimplantitis und Verlust des Implantates führen können, wie wir heute wissen. Aus dieser Zeit heraus entstand die Idee, etwas anders zu machen. Auf einen subgingival liegenden Implantat, Abutment, Spalt zu verzichten. Es entstand die Idee, ein vom Ablauf her minimales Behandlungs- und OP-Protokoll zu erstellen. Und wir waren auf der Suche nach dem geeigneten Material. Erste klinische Fälle nach der ersten Idee in 2002 erfolgten in 2004. Die ersten Implantate sind nach wie vor an Ort und Stelle. Die folgende CE-Zertifizierung und Patentierung des Systems waren wichtige Meilensteine im Bereich der Patent-Implantatentwicklung. Und in 2009 konnten wir die zweiteiligen Keramikimplantate einführen. Mit den zweiteiligen Keramikimplantaten konnten wir eine deutliche Erweiterung des Indikationsspektrums erzielen, da in unseren Augen einteilige Keramikimplantate für den ungeübten Kollegen Schwierigkeiten in der späteren prothetischen Versorgung darstellen können. In 2010 erfolgte der Abschluss einer retrospektiven Studie über einen Zeitraum von 6 Jahren. Und in 2011 konnten wir die individuelle Implantat-Designer-Software einführen. Das heißt, wir sind mit dieser Software in der Lage, Implantate der jeweiligen anatomischen Situation im Bereich des Knochens, aber auch im Bereich der Schleimhaut optimal und individuell zu designen. Das heißt, wir gewährleisten einen perfekten Sitz des Implantates mit einem perfekten Emergenzprofil in diesem Bereich. In 2013 respektive 2014 erfolgte die Publikation der retrospektiven Studie und in 2017 die Publikation der prospektiven Studie. In 2018 5000 Implantate in dieser Zeit mit einer entsprechenden 14-jährigen klinischen Erfahrung sind gesetzt. 2019 übernimmt die Zircon Medical AG, die Zircon Vision GmbH. Aus ZV3 wird Patent und Patent ist von dem Implantat so überzeugt, dass sie eine lebenslange Garantie auf Patent-Implantate gewährleisten. Die Mission hinter alledem, die wir anstrebten, war, eine einfache und individuelle Implantatlösung zu schaffen, die für deutlich mehr Effizienz für die Zahnärzte führt und zu einem deutlichen Wohlbefinden für unsere Patienten. Und wir alle wissen, eine bessere Werbemöglichkeit wie zufriedene Patienten gibt es nicht. Hochglanzbroschüren können die Mund-zu-Mund-Propaganda nur ansatzweise ersetzen. Die Marktdaten für Zirkonoxidimplantate sehen wir in der nachfolgenden schematischen Darstellung. In 2023, und das ist ein Konsens aus der Markteinschätzung unter anderem von Straumann und Nobel Biocare, wird der Anteil an Zirkonoxidimplantaten 25% betragen mit einer kontinuierlichen Steigerungsrate. Verglichen mit 2014
war im Implantatmarkt Zirkonoxid eigentlich nicht existent. Das Patent-Implantatsystem ist metallfrei aus einem yttriumstabilisierten Zirkonoxid. Es liegt ein Herstellungsverfahrenspatent vor. Dieses Verfahrenspatent ermöglicht eine sehr raue, hydrophile Oberfläche des Implantates, wodurch Einheilzeiten mit Titan vergleichbar erzielt werden. Es besteht aus zwei Komponenten, aus dem Tissue-Level-Implantatkörper mit integriertem Abutment und einem zementierbaren und präparierbaren Glasfaserstiftaufbau. Das Implantat wird mit einem sehr minimalistischen Kit eingesetzt und wir benötigen für das Einsetzen des Implantates selbst nur eine Eindrehhilfe. Der im Anschluss folgende Film wird es auch sehr eindrucksvoll dokumentieren. Prothetikschlüssel sind nicht notwendig. Verbindungsschrauben sind nicht notwendig. Patent gibt eine lebenslange Garantie auf die Implantate. Die Indikation der unterschiedlichen Durchmesser der Implantate, die wir in 3,5, 4,1, 4,5 und 5 mm Durchmesser erhalten, sehen wir farblich kodiert in der Darstellung des Oberkiefers und des Unterkiefers. Das chirurgische Protokoll, wie schon erwähnt, ist ein minimalistisches Protokoll. Wir versuchen, minimalinvasiv die Implantate zu setzen, das heißt mit einer Schleimhautstanze, mit Kühlung und hoher Umdrehungsgeschwindigkeit stanzen wir das entsprechende Schleimhautgewebe im Bereich des zu setzenden Implantates aus, markieren die zentrische Position mit einem Markierungsbohrer, der einen Durchmesser von 1,2 mm besitzt, und kommen auf die eigentliche Implantatlänge im Knochen mit dem Pilotbohrer zunächst in die Tiefe. In diesem speziellen Fall des chirurgischen Protokolls, welches hier dargestellt ist, handelt es sich um ein 4,1 mm im Durchmesser messendes und 11 mm langes Implantat. Das heißt, die auf Knochenniveauhöhe liegende breite schwarze Markierung symbolisiert im unteren Bereich die 11 mm Markierungslänge. Darunter im Knochen liegend folgend der schmale Anteil, die 9 mm Markierungslänge, und die neueren chirurgischen Kits haben darunter die 7 mm Markierung. Also in diesem Kit ist die 7 mm Markierung auf den Bohrern noch nicht verifiziert. Beachten Sie bitte, dass im D3- und D4-Knochen, also im weichen Knochen, unbedingt der Erweiterer und der Gewindeschneider weggelassen werden. Ja, zum Teil kann es sogar sinnvoll sein, ein Underdrilling durchzuführen, das heißt, den letzten Bohrer wegzulassen, um eine höhere Primärstabilität im weichen Knochen zu erzielen. Bei D1- und D2-Knochen ist der Einsatz des Erweiterers und des Gewindeschneiders zwingend notwendig. Ansonsten ist man nicht in der Lage, das Implantat in der entsprechenden Tiefe zu positionieren. Nachfolgend möchte ich Ihnen gerne die Einfachheit des Systems anhand dieses Falles dokumentieren. Es handelt sich hierbei um die Implantation des Implantats in der Region 2.6. Wir sehen die sehr einfache Arbeit mit der Schleimhautstanze. Der Positionierer, um das Implantat zentral zu positionieren, wird eingesetzt. Nach den klassischen Bohrprotokollen mit Kühlung und tupfender Art und Weise wird das Implantatbett aufbereitet. In diesem Fall arbeiten wir jetzt auf die entsprechende Arbeitslänge des Implantates, in diesem Fall mit einem 11 mm langen
Implantat auf die entsprechende Markierung in die Tiefe und kommen mit den nachfolgenden Bohrern, in diesem Fall violette Markierung, weiße Markierung und dann im weiteren Verlauf gelbe Markierung in die Kavität und bereiten uns die Kavität für das zu setzende Implantat vor. Die Visualisierung über die sehr deutliche Tiefenmarkierung im Bereich der Implantatbohrer ist hierbei sehr einfach. Und wir sehen jetzt, dass 5 x 11 mm Standardimplantat beim Eindrehen, wir sehen sehr schön die sehr hydrophile Oberfläche des Implantates beim Eindrehen und das einzig zu verwendende Instrument, die Eindrehhilfe, die in die 3C-Verbindung eingesetzt wird. Das Implantat ist in diesem Fall exakt positioniert durch Kontrolle, noch einmal verifiziert und wir verschließen die 3C-Inkanalverbindung mit einem provisorischen Kunststoffmaterial, welches lichthärtend ist und vermeiden hiermit die Impaktion oder das Impaktieren von Speiseresten, was für Patienten störend sein kann. Nachfolgende Kontrolle, exakte Positionierung über das Röntgenbild und auf diese Art und Weise haben wir eine sehr schnelle, sehr effiziente und sehr minimalistische Vorgehensweise im Einsetzen des Implantates. Zum prothetischen Ablauf möchte ich Ihnen gerne zwei effiziente Prozesse darstellen. Der erste Prozess ist der Ablauf einer Chairside-Behandlung nach entsprechender präimplantologischer Diagnostik, Röntgenbild, Modelle, wird in der ersten Sitzung das Implantat, wie eben gesehen, gesetzt. In der zweiten Sitzung erfolgt die Überprüfung der Implantatstabilität mittels eines entsprechenden Tests. Wir empfehlen hierbei den Perio-Test, da er sehr aussagekräftig die Osseointegration des Implantates gewährleistet. Nach Entfernung der provisorischen 3C-Verbindung, der provisorischen Abdeckung, reinigen wir das Implantat und zementieren den Fiberglasstift mit einem entsprechenden Zement. Wir empfehlen hierbei Rally-X von der Firma Espe, Abzugsversuche mit allen unterschiedlichen Zementen, die wir heutzutage zur Verfügung haben, zeigten die absolut besten Werte für Rally-X. Daher unsere Empfehlung, diesen Zement zu verwenden. Es erfolgt die Präparation des Fiberglasstiftes und das ist etwas, was wir gelernt haben, was wir in unserer täglichen Praxis tun. Wir präparieren Kronen, wir präparieren Brücken. Wir haben also hierbei eine relativ einfache Situation. Wir präparieren den Fiberglasstift und führen dann eine vollständige Abformung, einen vollständigen Abdruck des Kiefers durch. Die Frage wird gestellt, kann man bei der Abformung einen Faden legen? Ja, man kann es, aber wir empfehlen eher eine Retraktionspaste, die man um das Implantat herumlegt, für ein paar Minuten einwirken lässt und kann dann völlig problemlos eine perfekte Abformung durchführen. Die Retraktionspasten gibt es von unterschiedlichen Firmen. Das ist jedem selbst überlassen, mit welcher Paste er die besten Erfahrungen hat. Der Abdruck geht ins Labor. Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass natürlich auch ein Scan des Implantates mit dem gesamten Kieferbogen möglich ist. Das Dentallabor fertigt die finale Prothetik an und in der dritten Sitzung setzen wir die entsprechende prothetische Versorgung, die wir aus dem Labor erhalten haben, ein. Und auch hierbei empfehlen wir wieder, entsprechend Rally-X als Zement zu verwenden. Es ist sehr einfach, Zementüberschüsse zu entfernen, da unser Kronenrand sich epigingival respektive supragingival befindet. Eine Zementitis durch subgingival liegende Zementanteile ist bei dem Patent-Implantatsystem unmöglich. Der zweite, sehr effiziente Prozess, weil er in nur zwei Sitzungen durchgeführt werden kann, ist der Ablauf
in Verbindung mit dem Dentallabor. Auch nach entsprechender präimplantologischer Diagnostik wird das Implantat gesetzt. Und wir nehmen unmittelbar von dem gesetzten Implantat einen Abdruck respektive einen Scan. Bitte achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass die 3C-Konnektion, die 3C-Verbindung absolut exakt abgeformt wird. Das gleiche gilt natürlich für den Scan. Die Unterlagen gehen mit dem Fiberglasstift in das Labor. Der Techniker präpariert im Labor entsprechend den Fiberglasstift und wir erhalten zur zweiten Sitzung nach erfolgter Festigkeitsprüfung des Implantates Stift und Krone, Stift und Brücke, den entsprechenden Zahnersatz aus dem Labor zurück und können unmittelbar in der zweiten Sitzung die Versorgung zementieren und einsetzen. Es ist hierbei ohne weiteres möglich, Stift und Zahnersatz in einem Vorgang zu zementieren. Auch hierbei wieder die exakte Entfernung des Zementes, da optimal einsehbar. Das heißt, mit dem Ablauf via Dentallabor sind wir in der Lage, für den Patienten einen enormen Komfort zu erzeugen, denn in nur zwei Sitzungen ist seine Behandlung abgeschlossen. Aber auch für uns natürlich betriebswirtschaftlich ein Komfort, weil wir in der Lage sind, mit der eingesparten Sitzung andere Dinge zu tun, beispielsweise ein weiteres Patent-Implantat zu inserieren. Ich möchte Ihnen gerne anhand der folgenden Fotos einmal die Methode 1, den Ablauf Chairside, darstellen. Wir sehen in diesem Fall Foto 1 das Zementieren des Glasfaserstiftaufbaus. Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich in diesem Fall um ein individuelles Implantat, ein individuell designtes Implantat handelt, daher auch die weitaus größere Dimension des Fiberglasstiftes, um der größeren Form im Emergenzprofil des Implantates im Bereich des Abutments gerecht zu werden, um eine entsprechende Präparation darzustellen. Die Abformung erfolgt hierbei wieder konventionell oder digital. Beeindruckend ist, wenn wir uns das Bild 2 anschauen, die völlig reizfreie Adaption der Gingiva im Bereich des Abutments. Der Ablauf der Methode 2, das heißt Dentallabor, auch hier, wie eben schon erwähnt, unmittelbar nach dem Einsetzen des Implantates kann der Implantatkörper Abbildung 1a gescannt werden oder konventionell in der Abbildung 1b abgeformt werden. Wir benötigen hierfür keine Abdruckpfosten, wir benötigen keine Scanbodies. Wichtig hierbei, wie vorhin schon erwähnt, die präzise Abformung des 3C-Connectors, der 3C-Verbindung ist zwingend notwendig, wie wir in der Abbildung 2 erkennen können. Der Techniker präpariert die Glasfaserstiftaufbauten und fertigt die finale Prothetik an. Und das wird, wie eben schon erwähnt, von uns dann mit entsprechendem Zement eingesetzt. Das heißt, in diesem Ablauf Dentallabor sind wir in der Lage, mit zwei Behandlungsschritten diese Behandlung abzuschließen. Das Implantatdesign des zweiteiligen Standardimplantates, den Fall, den ich eben gerade zeigte, ist ein zweiteiliges individuelles Implantat gewesen. Wir sprechen hier jetzt aber vom zweiteiligen Standardimplantat. Ergibt sich aus der Größe L den Anteil des Implantates, der sich im Knochen befindet, und dem integrierten Abutment, welches sich im transgingivalen Bereich befindet und wie wir sehen können, mit einer Höhe von 3,4 mm versehen ist. Wir sehen, ein 4,1 mm Implantat weist einen Durchmesser D1 im Knochen von 4,1 mm auf. Der Plattformdurchmesser D2 beträgt 5,2 mm. Die Differenz zwischen 4,1 und 5,2 mm ermöglicht es uns damit, in das Abutment
ein Emergenzprofil mit einzuarbeiten, was für die spätere prothetische Versorgung ästhetisch, aber auch funktionell von großem Vorteil ist. 4,5 und 5 mm im Durchmesser messende Implantate haben einen Plattformdurchmesser von 6,2 mm, also auch somit eine wiederum bessere Adaption an das Emergenzprofil. Die Längen der Implantate erhalten wir in 7, 9, 11 und 13 mm. Bitte noch einmal beachten, ganz wichtig, 11 mm bezieht sich L immer auf die Länge des Implantates im ortsständigen Knochen. Sollte der Schleimhautphänotyp sehr dünn sein, so ist es sinnvoll, das Implantat etwas tiefer zu setzen und zu versenken. Dabei aber bitte unbedingt darauf achten, dass anatomische Nachbarstrukturen wie Sinus oder aber der Nervus mandibularis nicht tangiert werden. Es kann da sinnvoll sein, gegebenenfalls die Implantatlänge etwas zu reduzieren. Die üblichen Regeln für die Implantatposition in Bezug zu natürlichen Zähnen, wie in den Konsensuskonferenzen festgelegt, beträgt zwischen Implantat und natürlichem Nachbarzahn 1,5 mm und der Mindestabstand zwischen zwei Implantaten sollte 3 mm betragen. Das Implantatdesign in Verbindung der 3C-Verbindung bietet deutlich mehr Wandstärke. Das heißt, die maximale Spannung, die während des Eindrehens eines Implantates erzeugt wird, ist dort maximal oder wird dort optimal aufgefangen, wo die Wandstärke maximal ist. Eine Fraktur ist nicht möglich. Das ist bei dünnwandigen quadratischen Verbindungen eher der Fall. Also die 3C-Verbindung ergibt dem Abutment eine außergewöhnliche Stabilität. Ein ganz entscheidender Faktor in der Entwicklung des Patent-Implantatsystems haben wir auf die Oberfläche des Implantates gelegt. Das Implantat selbst hat zwei unterschiedliche Oberflächen. Einen maschinierten Anteil im transgingivalen Bereich. Dieser maschinierte Anteil des transgingivalen Bereiches bietet eine ausgezeichnete Anlagerung der Weichgewebe. Es ermöglicht eine hervorragende Weichgewebsreaktion. Der im Knochen befindliche Teil des Implantates hat nicht nur eine sehr raue, sondern auch hydrophile Oberfläche und bietet somit eine fünffach größere Oberfläche für die Anheftung von Knochenzellen in der Implantatoberfläche. Wichtig noch einmal, zwei unterschiedliche Oberflächen. Die bearbeitete Oberfläche im Bereich der Gingiva, im Bereich des Durchtrittsprofiles, des Abutments und die raue und hydrophile Oberfläche im Bereich des Knochens. Es handelt sich hierbei um einen patentierten Herstellungsprozess. Dieser Herstellungsprozess bezieht alle Prozesse vor dem Sintern des Implantates ein. Dadurch erreichen wir ein Material ohne prozessbedingte Mikrorisse. Die Oberfläche durch dieses patentierte Verfahren der Patent-Zirkon-Implantate ist deutlich rauer im Vergleich zu anderen Implantaten, zu anderen Zirkon-Implantaten natürlich. Und durch die raue Oberfläche erhalten wir eine um 500% vergrößerte Oberfläche im Vergleich zu einer maschinierten Oberfläche. Dieses Patentverfahren zeigt ein sehr stabiles, marginales Knochenniveau, welches
in einer Studie um die Gruppe von Van Winkelhoff, von Kuhn und Prühl dargestellt wurde. Die Datenlage Zirkonimplantat betreffend ist bisher relativ dünn und wir sind stolz darauf, dass wir zwei wissenschaftliche Studien präsentieren können, die ich Ihnen jetzt auch präsentieren darf. Es handelt sich hierbei um einzigartige klinische Daten. Die erste Studie ist eine retrospektive Studie über 121 ZV3-Implantate über einen Zeitraum von 3 Jahren aus der Gruppe von Van Winkelhoff und Kuhn. Das Ergebnis dieser Studie: Wir haben eine 96,5%ige Erfolgsrate über einen Zeitraum von 3 Jahren. Die Taschentiefe und die Blutungswerte sind um die Implantate herum statistisch signifikant niedriger als um Zähne. Und es wurde ein sehr stabiles, marginales Knochenniveau beobachtet. Der mittlere Knochenverlust nach 3 Jahren bewegte sich zwischen 0,1 und 0,6 mm. Die Schlussfolgerung dieser Studie: Mit Zirkonimplantaten kann bei teilweise zahnlosen Patienten eine 3-Jahres-Überlebensrate vergleichbar mit Titanimplantaten erzielt werden, mit sehr gesunden, stabilen und Weich- und Hartgewebe. Die zweite Studie ist eine prospektive Studie über 52 zweiteilige ZV3-Patent-Implantate für Einzelzahnersatz über 2 Jahre, durchgeführt von der Gruppe von Becker und Schwarz an der Uniklinik in Düsseldorf. Über zweiteilige Implantate im hinteren, Unter- und Oberkiefer. Das Ergebnis dieser Studie weist eine 95,8%ige Erfolgsrate auf und die Implantatfehlerrate war auf einen Kieferchirurgen zurückzuführen, der in parodontal kompromittierten Gebissen die Implantate ohne vorhergehende Sanierung einsetzte. Es wurden in diesem Zeitraum keine Implantatfrakturen gemeldet. Und ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Studie war der, dass 24 Monate nach dem Einsetzen ein deutlicher Anstieg des vestibulären Schleimhautniveaus und eine Zunahme des keratinisierten Gewebes um die Implantate herum festgestellt wurde. Die Schlussfolgerung: Das zweiteilige Zirkonoxidimplantate in Kombination mit einem Glasfaserstiftaufbau in der untersuchten klinischen Indikation erfolgreich eingesetzt werden können. Ich möchte Ihnen im weiteren Verlauf gerne klinische Fälle vorstellen. Der erste klinische Fall, den wir hier sehen, handelt es sich um ein minimalinvasiven Vorgehen mit Schleimhautstanze. Das linke Bild links oben zeigt das Implantat unmittelbar nach dem Einsetzen. Mit einem gelben Silikonmaterial ist die 3C-Verbindung verschlossen worden. Radiologisch sehen wir mit einem internen Sinuslift das unmittelbar nach Implantation eingesetzte Implantat und nach entsprechender Abheilung, wie schon vorhin erwähnt und erläutert, vergleichbar mit Titanimplantaten, den einzementierten Fiberglaspfosten nach Präparation vor Abformung, in diesem Fall mit einer ganz klassisch konventionellen Abformung, und die dann im letzten Foto einzementierte vollkeramische Krone mit einem wunderbaren Abschluss der Schleimhaut am Implantat selbst. Klinische Fall Nummer 2 vom Kollegen Horvath aus Jettstetten. Übrigens herzlichen Dank für die Zurverfügungstellung dieser Fotos. Zeigt die klassische Variante, das heißt Bildung eines Mukoperiostlappens
wem diese Variante sicherer erscheint, ist das völlig in Ordnung. Man soll das tun, wo man sich mit am wohlsten fühlt und unter Sicht gesetzte Implantate. In diesem Fall handelt es sich um ein individuelles Implantat, ergibt ein besseres Gefühl für die Kollegen. Wir sehen im dritten Bild auf der linken Seite das eingesetzte individuelle Implantat. Individuell, weil wir sehr schön erkennen können, dass die Dimension des Abutments in mesio-distaler Richtung, aber auch vestibulo-lingualer Richtung sehr viel größer ist im Vergleich zu einem Standardimplantat. Dadurch können wir eine wesentlich bessere Ästhetik, aber auch eine noch verbesserte Funktion im ortständigen Gewebe erzielen. Mit Mikroneten wird der Mikropariostlappen adaptiert. Im Röntgenbild sehen wir die sehr weit ausladende Abutment-Form dieses individuellen Implantates, wie gesagt, angepasst an die anatomischen Gegebenheiten, mit einem optimalen Emergenzprofil, das völlig reizlos und von der Schleimhaut her perfekt adaptierte Implantat und den einzementierten Fiberglasaufbau. Hierbei beachten Sie bitte die weitaus größere Dimension eines Fiberglasaufbaus bei einem individuellen Implantat, denn nach den klassischen Präparationsregeln benötigen wir mehr Volumen, um eine optimale Übereinstimmung zwischen Fiberglasaufbau und dem individuellen Implantat zu erzielen. Fiberglaspfosten der Standardimplantate, das werden wir im dritten Fall anschließend sehen, haben einen geringeren Durchmesser. Abschluss dieses Falles, drei vollkeramische Kronen wurden inseriert und wir sehen die wunderbare Adaption des marginalen Gewebes an die implantatgetragene Krone des Zahnes 4-6. Und nochmals herzlichen Dank für die Zurverfügungstellung an den Kollegen aus Jesstetten. Der dritte klinische Fall zeigt die Versorgung eines zahnlosen Kiefers. Keramikimplantate werden ja sehr häufig damit in Verbindung gebracht, dass man sagt, das Indikationsspektrum ist eingeschränkt. Man kann es für einen Einzelzahnersatz, man kann es auch vielleicht für eine Brücke noch verwenden. Aber die Frage wird häufig gestellt, kann ich es denn auch in zahnlosen Patienten verwenden? Ja, der Fall, den ich Ihnen jetzt präsentieren möchte, zeigt die Situation eines 70-jährigen Patienten. Die Extraktionen waren aufgrund einer Parodontitis marginalis profunda notwendig und es erfolgte eine sofortige Implantation. Die finale Versorgung ist eine metallfreie Deckprothese mittels eines Zirkon-Haltesteges. Wenn Sie sich das Foto mit den provisorisch eingesetzten Fiberglasstiften anschauen, sehen Sie die völlig reizfreie Adaption der Schleimhaut an die maschinierten Abutmentanteile. Und wie die Studie aus Düsseldorf zeigte, haben wir sehr häufig einen Zugewinn an fixierter Schleimhaut an dem Implantat im weiteren Verlauf der Benutzung. Foto links unten zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, die exakte Darstellung der 3C-Verbindung, des 3C-Konnektors, abzuformen, um in diesem Fall dem Techniker im Labor die Möglichkeit zu geben, die Fiberglasaufbauten zu präparieren, den Fiberglasstift zu präparieren. Und es macht Sinn, diese Stifte gut zu markieren und mit einer vestibulären Markierung das Einzementieren des Stiftes in das eingeheilte Implantat zu erleichtern. In diesem Fall wurde ein Zirkonsteg aufzementiert und eine metallfreie, herausnehmbare Prothese eingegliedert. Die Zukunft
Der Zahnmedizin ist weiß. Ein Statement von Professor Mombelli der Universität in Genf. Und die Nachfrage von Patienten, vor allen Dingen Patienten, die mit diversen Allergien behaftet sind, nach Metallen, metallfreiem Zahnersatz, auch metallfreier implantologischer Versorgung, wird deutlich größer. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Kollegen Fahrenholz in Wien für die Zurverfügungstellung dieses wunderbaren Falles. Die Produktzusammenfassung. Warum funktioniert das Patent-Implantat-System so gut? Es ist, wie erwähnt, ein patentierter Herstellungsprozess. Alle Prozessschritte erfolgen vor dem Sintern des Implantates. Dadurch erzielen wir eine einmalige Oberflächentrauigkeit. Vielfache Untersuchungen an gesinterten Implantatoberflächen, an gesinterten Zirkonoxidimplantatflächen zeigten, dass es ausgesprochen schwierig ist, eine entsprechende Oberflächenrauigkeit zu erzielen, ohne die Gefahr, Mikrorisse zu produzieren, heraufzubeschwören. Die Oberflächengrauigkeit durch dieses Verfahrenspatent ist nicht nur deutlich rauer im Vergleich zu anderen Zirkonoxidimplantaten. Es zeigt auch ein hydrophiles Verhalten, bietet dadurch eine deutlich größere Oberfläche, an der sich Knochenzellen anheften können und ermöglicht somit Einheilzeiten, die mit Titanimplantaten vergleichbar sind. Werkstoffgerecht entwickelt, dazu zählt die 3C-Verbindung mit mehr Wandstärke. Das konservative Gewindedesign ermöglicht einen großen Implantatkörper. Das integrierte Abutment eliminiert Lücken, Schaltstellen und Schnittstellenprobleme, Mikrospalt. Das heißt, die Gefahr einer bakteriellen Entzündung durch Spaltbildung ist bei dem Patent-Implantatsystem nicht gegeben. Sie kommt nicht vor. Die Krone sitzt auf der Schulter des integrierten Implantates, des Abutments, und unter Belastung führt dies zu einer optimalen Spannungsverteilung im Implantat. Die Materialkombination, warum Zirkon in Verbindung mit Fiberglas, möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich erläutern und hervorheben. Der von mir eben schon zitierte Professor Mombelli aus Genf, der sagte, die Zukunft der Zahnmedizin ist weiß, sagt ebenso, dass niemand auf die Idee käme, den Eiffelturm aus Beton nachzubauen. Auf unsere Implantologie übertragen, kritisiert er, dass die Baupläne aus der Titanwelt mehr oder weniger eins zu eins in die Keramikwelt überführt worden sind, mit Verschraubungen zwischen einem harten Abutment und einem harten Implantat, mit entsprechenden Spaltbildungen, die nach wie vor daraus resultieren und den auch entstehenden Problemen von Schraubenlockerungen. Und das war unser Ziel in der Entwicklung des Patent-Implantatsystems, die Kombination aus einem verklebten Stiftausbau, aus einem hochfesten Fiberglas in Verbindung mit dem harten Zirkonimplantat zu gewährleisten, eine spaltfreie Verbindung zu gewährleisten und gleichzeitig einen Stressbrecher in das Implantat-Interface zum Fiberglasstift mit einzubauen. Es ergibt dadurch eine optimale Spannungsverteilung zwischen Implantat und dem Fiberglasaufbau.
wie auch in der Studie der Gruppe um Professor Becker aus Düsseldorf gezeigt und erwähnt. Die weichgewebige Reaktion ist eine hervorragende durch die maschinierte Oberfläche und wir stellen fest, dass es bei vielen Implantaten zu einer deutlichen Zunahme an keratinisierter Gingiva kommt. Und wir haben ein deutlich geringeres Bleeding und Probing und Taschentiefenmessung um die Implantate im Vergleich zu natürlichen Zähnen. Das Protokoll ist minimalinvasiv. Es zeigt einen minimalinvasiven Ansatz zur Minimierung des Patiententraumas. Häufig rufen mich Patienten am nächsten Tag an und fragen, ob ich ihnen denn wirklich was eingesetzt hätte, weil sie haben ja eigentlich überhaupt keine Beschwerden, es ist keine Schwellung da, wie denn das sein könne. Und die Materialeigenschaften von Zirkonoxid in Verbindung mit den individuell gestalteten Implantaten können die Notwendigkeit von Augmentationen im Hart- und Weichgewebsbereich vermeiden. Es ist sehr anwenderfreundlich, denn der prothetische Teil ist sehr einfach durchzuführen. Wir tun das, was wir Zahnärzte von sozusagen Geburt unseres Berufes an gelernt haben. Wir zementieren, wir präparieren und wir formen ab. Es ist im Grunde genommen eine klassische Kronen- und Brückenbehandlung ohne zusätzliche Komponenten und Instrumenten. Das prothetische Arbeiten erfolgt auf supra- respektive epigingivaler Höhe, bietet eine extrem große Sicherheit bei der Kontrolle des Zementierungsvorganges und wie schon erwähnt, eine zementindizierte Zementitis ist bei dem Patent-Implantatsystem absolut unmöglich. Die Kontrolle der Entfernung des Zementes erfolgt immer unter visueller Kontrolle. Und gleichzeitig haben wir hierbei natürlich auch eine perfekte Reaktion in der Mundhygiene, denn wir verlegen den entscheidenden Bereich in eine optimale Zugänglichkeit für Putztechniken, für Zwischenraumtechniken, für Zwischenraumbürstchen. Also eine auch optimale Reinigung ist gewährleistet. Das Fazit, wir haben ein ultimatives Design und eine einzigartige patentierte Oberfläche mit zwei unterschiedlichen Bereichen, dem maschinierten Bereich im Bereich des Abutments und dem aufgerauten Bereich im Bereich des Knochens. Die Erfolgsraten sind vergleichbar mit denen von Titan. Wir haben eine hervorragende Reaktion des Weichgewebes, ein effizientes und einfaches Chirurgieprotokoll. Das Konzept ist sehr einfach in unser Praxiskonzept zu integrieren. Und es gibt eine lebenslange Garantie auf Patent-Implantate. Am 8. Mai findet in Bad Hersfeld ein Einsteigerkurs statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie dort begrüßen könnte. Bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. An dieser Stelle sind auch Möglichkeiten, noch Fragen zu stellen, die ich im Anschluss gerne beantworten möchte. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, aber auch Ihren Angestellten in dieser besonderen Zeit, in der wir uns heute befinden, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei der ÖMUS Media Gruppe für die Möglichkeit, das Patent-Implantat Ihnen heute darzustellen. Herzlichen Dank.
Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen 10E-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser 10E-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen 10E-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser 10E-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben.